Abend, meine sehr verehrten Laien und Leinen. Ich habe mich mal wieder in den tiefen Datendschungel begeben, um mich auf die Suche nach dem sagenumwobenen Darknet zu machen. Darknet ist sicherlich ein Begriff. Das Geheimnetz im Netz, der Untergrund des Internets. Dort, wo sich zwielichtige Gestalten treffen, um Dinge auszutauschen und zu bereden, die keine Regierung der Welt billigen würde, die dem Normalverbraucher verstören. Natürlich ist es nicht ein Netzwerk, dieses Darknet, es sind tatsächlich mehrere. Und normalerweise erhält man auch nicht ohne weiteres Zugang, es sei denn, man wird eingeladen von jemandem, der bereits in ein solches Netzwerk integriert ist. Aber ich wäre nicht der unglaubliche Ulf, wenn es mir nicht gelingen würde, mich in ein solches Darknet einfach reinzuhacken. Und tatsächlich habe ich genau das nun getan. Ich habe diesen Link freigemeißelt und werde mich nun in das Darknet begeben und bin gespannt, welche verruchten Dinge mir dort begegnen werden. Bleiben Sie gespannt, ich bin es auch. Also, dann wollen wir uns mal in das Darknet begeben. Ah ja, sehr interessante Architektur, wie Sie sehen. Gibt es hier noch einige weitere Zugänge, einige Links, die ebenfalls in dieses Netzwerk hineinführen? Und ja, das Darknet hat seinen Namen tatsächlich nicht umsonst, denn wie Sie sehen, sehen Sie nichts. Es wird zunehmend finster. Tja, wie findet man sich hier zurecht? Und bin ich überhaupt allein oder ist es denn noch... Hallo? Ist hier jemand? Hallo, wollen Bomben kaufen? Danke, nein. Ich verwende ausschließlich meine eigenen Bomben mit biologisch abbaubaren Sprengsätzen und nachhaltiger Zerstörungskraft. Hey! Hey, du! Wer, ich? Ja, du! Ich hab hier kristallklares Met. Ist eine echt feine Sache und knallt wie Kaugummi. Ich mach dir ein supergeiles Angebot. Was? Reden Sie etwa von chemischen Drogen? Das ist doch viel zu gefährlich. Nehmen Sie doch lieber Bio-Heroin. Das ist wesentlich gesünder. Hallo? Wo sind Sie denn hin? Wir müssen alle Regierungen stürzen. Nieder mit dem Kapitalismus. Es lebe die Anarchie! Ja. Sehr utopisch. Aber wer finanziert dann meine Forschung, wenn... Die ganze Wissenschaft ist doch nur ein Hoax! Eine riesige Verschwörung! Sind Sie von Sinnen? Das ist doch nicht Ihr Ernst! Doch! Ich habe sogar wissenschaftliche Beweise dafür! Ach ja. Mein Kind! Sag Sie mal, haben Sie vielleicht zufällig den König gesehen? Nein, ich sehe überhaupt nichts. Na? Ja, einige wirklich sehr seltsame Gestalten sind hier versammelt, aber man sieht tatsächlich sehr, sehr wenig, um genau zu sein, nichts. Vielleicht sollte ich doch mal ein wenig Licht ins Dunkel bringen und einen Datenaufheller einsetzen. Warten Sie einen Augenblick, ich mache ein wenig Licht. Und... Was ist das denn? Was war das denn für ein komischer Vogel, Marie? Wie hat der unsere Firewall durchbrochen? Ich glaube, wir brauchen einen Upload-Filter. Ja, einen Filter! Ha, ha, ha!
Ha 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 ha.